Die Arbeitskämpfe werden zahlreicher und auch origineller. Im Konflikt bei den Handelsangestellten zogen heute Salzburger Gewerkschafter vor den Supermarkt eines Kammerfunktionärs, der österreichweit die Verhandlungen für die Branche führt. Der Kaufmann wehrte sich jedoch und versuchte seinerseits, die Demonstration zu kapern. Eine bisher einzigartige Aktion. Ein Salzburg-Heute-Team mit Michael Mayer war Zeuge. Die Gewerkschaft hat heute zum Aktionstag gerufen und kreuzt mit einer Abordnung von Betriebsräten vor dem ADEC-Markt in Hof auf. Kaufmann Peter Buchmüller ist Chefverhandler für ganz Österreich und er versteckt sich nicht. Wir protestieren gegen die Protestierenden. Der Kammerfunktionär hat zur Rückenstärkung die Marktleiterin und Verkäuferinnen mitgebracht. Ich sag, du musst den Betrieb haben, was dir gut geht, das geht uns gut bei ihm. Ob ich jetzt 30 Euro mehr kriege oder nicht, bitte gar schön. Ich sage, er ist ein Mensch, sag ich, wenn was ist, er steht hinter uns. Sag ich, und ich sage, da geht es ja beim Vater Staat und da geht es ja nicht um so einen. Das ist ja lächerlich, was die da aufführen. Vom Personal hier ist übrigens niemand Gewerkschaftsmitglied. Wir sind alle zufrieden. Ja, selbstverständlich. Herr Buchmüller, wir wollen eine Gehaltserhöhung, wo grundsätzlich der Dreier davor steht und nicht nur bei den 1400 Euro. Wir wollen einen Dreier davor haben und der durchgehen. Da darf ich auch einmal. Also, ungleich verteilt. Die Leute lassen mich nicht reden. Der Großteil der Mitarbeiter kriegt über 3% Lohnerhöhung. Es gibt immer 10% Unzufriedene, die stehen heute hier. Und das ist in jeder Branche. Nächste Woche wird der Kaufmann die Gewerkschaft in der entscheidenden Verhandlungsrunde wiedersehen. Ein Angebot unter 3% ist inakzeptabel und wird von uns so nicht zur Kenntnis genommen. Sie können sich entscheiden, ob es einen Weihnachtsfrieden geben wird oder ob wir uns am 5. Dezember in welcher Form auch immer wiedersehen. Vielen Dank. Noch eine Information zur Sache. Rein zahlenmäßig liegt man gar nicht so weit auseinander. Aber was Gewerkschaft und Chefverhandler heute auf jeden Fall boten, war eine im Vergleich zu vielen Arbeitskonflikten gute Show.